wir möchten euch ganz herzlich willkommen heißen und freuen uns, dass ihr mit uns den Gottesdienst erlebt. Gott hat den Sieg. 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 Von Jerusalem. Ein Lied wird man hören.
Städten von Juda und in den Gassen von Jerusalem. Wir heben hoch, hoch, hoch den Namen Jesus. Wir heben hoch, hoch Christus, unser Herr. Wir preisen Oh.
schaue ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst. Ergriffen von der Gnade und zerbrochenem Geist. Und wieder dank ich dir, Herr, und wieder geb ich mein Leben hin.
Heiliger Geist, wir sagen, dass du so kostbar bist in unserer Mitte. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Beistand bist, dass du uns die Liebe des Vaters offenbarst. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Und danke, dass du für jeden hier im Raum und auf YouTube, dass du Schätze hast für uns. Danke, dass du die offenbarst, dass du deine Kinder zu dir ziehst.
Streck doch mal deine Hände zu deinem Gott. Und Herr Jesus, wir wollen dir hier an diesem Ort alle Ehre geben. Du bist unser König, du bist unser Erlöser. Und wir haben Sehnsucht, eins zu sein mit dir, mit den himmlischen Herrscharen. Du bist allein würdig, dass wir dich anbeten, dass wir dir alle Ehre geben, Herr. Du bist so gut, Herr, du hast es vollbracht am Kreuz von Golgatha. Lass uns diesen Refrain noch einmal singen, von ganzem Herzen. Du bist unser König. Du bist unser König. Du bist unser König. Du bist unser König. Jesus. Wenn du es glaubst, sag doch mal ganz laut Amen. Amen. Okay, Amen. So, ganz herzlich willkommen hier in Sinsheim, natürlich auch zu Hause in den Wohnzimmern. Geht's euch gut? Habt ihr die Sonne genossen heute? Ja. Wir waren sogar draußen auf der Terrasse beim Mittagessen. Okay, ich freue mich, wenn die Sonne scheint, ja. Obwohl manche glauben, ich würde zu viel für Regen beten, aber ich freue mich auch über Sonne, ja. Wir haben einen guten Gott. Vielleicht noch zwei, drei Dinge, die ich weitergeben möchte. An Ostern haben wir das Gebetswochenende, sind alle eingeladen, also man kann sich anmelden. Ich denke, es wird eine starke Zeit werden, wo Gott uns Offenbarung geben wird über das Kreuz, über die Auferstehung, wo wir diesen Stein wegrollen, damit Erweckung kommen kann. Sag mal Amen. Amen. Und ich glaube, Gott ruft später in dieser Zeit, wenn du noch nicht dich angemeldet hast, an Ostern, 28. Es wird am Donnerstagabend anfangen mit einem Erweckungsabend. Wir werden starke Gebetszeiten haben. Und ich glaube, Gott wird unsere Gebete benutzen, damit sein Reich durchbrechen kann. Amen. Ich freue mich schon drauf. Hey, ist ja richtig interessant hier. Genau. Am Pfingsten werden wir die Pfingstkonferenz haben. Und zwischendrin fahren wir irgendwann nach Tunesien, Sherpa. Kann man sich auch anmelden, da werde ich auch dabei sein. Ich glaube, Gott hat was Starkes vor, auch mit Tunesien. Ich habe schon immer wieder Visionen und Dinge gehabt für dieses Land. Und ich glaube, Gott
möchte unsere Gebete dort benutzen. Okay, so viel vielleicht mal. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Wer ist auch aufgewacht? Okay. Muss man immer mal checken, ob alle aufgewacht sind. Okay, und wer ist noch wach? Okay, alles noch wach. Okay, gut. Genau, ich bin aufgewacht und ich hatte wie so einen wunderbaren Lobpreis, ein wunderbares Lied in meinem Herzen. Ich habe mich so gefreut und ich habe das so bewegt und auch weiter heute Morgen bewegt. Und dann hatte ich irgendwann den Eindruck, wie der Herr sagt, sprech doch heute Abend über das Lied des Himmels. Und wir haben eine Berufung und ich möchte mit euch eine Stelle teilen aus der Offenbarung 5, die Verse 8 bis 14. Ina, wenn du das einfach mal lesen kannst, weil das ist eine sehr eindrückliche Stelle. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und unter dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Danke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es eine gewaltige Vision, die der Johannes da hat. Er hat gesehen, wie die vier lebendigen Wesen um den Thron Gottes waren, wie die 24 Ältesten waren. Und die haben ein neues Lied gesungen, dieses Lied des Himmels, und haben angebetet, haben das Lamm, sie haben Gott angebetet, haben das Lamm angebetet und haben dieses wunderbares Lied gesungen. Ja, du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden. Du hast durch dein Blut erkauft aus allen Nationen. Und du hast die Menschen Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und dann geht diese Vision weiter. Er sieht nicht nur die 24 Ältesten, er sieht die Zehntausende mal Zehntausende Engel, wie sie Gott anbeten, wie sie rufen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und dann sieht er nicht nur die Zehntausende oder Milliarden von Engeln, er sieht auch jedes Geschöpf auf der Erde und im Himmel, alle stimmen ein in diesen Lobpreis, in dieses Lied des Himmels, in diese wunderbare Anbetung. Ich würde mal sagen, da können die Fischerchöre einpacken. Obwohl ich die auch mag, haben schöne Lieder gesungen tatsächlich. Aber
Ich finde, es muss was Gewaltiges sein, dieses Lied des Himmels, wo der Himmel sich eins macht, wo Jesus angebetet wird als das Lamm, das geopfert wurde, was sein Blut vergossen hat, wo Gott die Ehre gegeben wird, wo die himmlischen Chöre sich eins machen mit den Engeln, wo sogar am Ende die ganze Schöpfung ist dazu gemacht und wird am Ende Gott anbeten. Und ich möchte sagen, das ist was Gewaltiges. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst, was für einen gewaltigen Lobpreis, was für ein gewaltiges Lied des Himmels es gibt. Und ich möchte sagen, das wird ein Evergreen sein im Himmel. Sag mal Amen. Es wird immer aktuell sein, der Schlager, den Vater und Jesus anzubeten, ihm die Ehre zu geben, seine Königsherrschaft zu erheben, sein Reich zu verkünden, dass durch in seinem Blut Vergebung ist, dass er der König ist über alle Nationen, über die ganze Erde, über den Himmel. Und ich möchte sagen, es ist etwas Starkes. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, ihr ja auch, wie ihr gesagt habt. Genau. Und ich hatte wirklich diesen Lobpreis Gottes in meinem Herzen. Ich muss sagen, ich glaube, es ist unsere erste Berufung. Weißt du, wir leben heute in einer Zeit, wo so viele Menschen fragen, was ist meine Berufung, wozu bin ich gemacht? Und ich glaube, Gott hat starke Pläne für uns auf dieser Erde. Er hat starke Pläne auch in diesem Jahr. Ich habe schon darüber gesprochen, wie Gott Türen geöffnet hat im Geist. Ich glaube, dass Heilung, das Zeichen und Wunder kommen werden, dass Errettung kommen wird. Aber heute Morgen spürte ich in meinem Herzen ganz tief diese Sehnsucht, wie der Herr sagt, Martin, zuallererst, du bist berufen, deinen Gott anzubeten. Du bist berufen, dich eins zu machen mit dem Lied des Himmels. Und ich möchte sagen, dieses Lied des Himmels, wo Jesus erhoben wird, weißt du, im Himmel, öfters, wenn ich in himmlischen Sphären bin im Gebet, dann merke ich, dieser ganze Himmel, er ist erfüllt von dieser Wahrheit, es ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz den Sieg errungen. Die Macht des Todes ist besiegt. Die Macht der Sünde ist besiegt. Und es ist so gut, dass wir Jesus die Ehre geben. Und ich möchte sagen, dein Leben ist dazu berufen, dass du dich eins machst mit dem Lied des Himmels. Und zwar in der Ewigkeit, aber auch schon hier. Weißt du, ich glaube, ganz viele Dinge ändern sich in unserem Leben, auch hier auf der Erde, wenn du diesen Lobpreis des Himmels in deinem Herzen hast. Sag mal Amen. Paulus sagt in fast allen Briefen, wir sollen Gott alle Zeit danken und in geistlichen Liedern Lobpreis bringen. Wir sollen uns alle Zeit eins machen mit dem Lobpreis des Himmels. Und es ist etwas Starkes. Weißt du, Gott kann so viele Dinge freisetzen, wenn wir den Lobpreis Gottes in unserem Leben haben. Sag mal Amen. Gott kann so viele Dinge verändern. Und ich möchte sagen, manchmal gibt es Menschen, die es vielleicht nicht verstehen können. Aber in der Offenbarung, wenn vom Himmel die Rede ist, ist es immer wieder auch vom Lobpreis. Auch später im Kapitel 15, Vers 3, sieht Johannes diese Offenbarung und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Und wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Auch da sage ich, was für ein wunderbarer Lobpreis, was für ein wunderbares Lied des Himmels. Und ich möchte sagen, du bist berufen, dass du dieses Lied des Himmels in deinem Herzen hast.
dass es in deinem Geist immer wieder hochkommt. Und ich möchte sagen, wenn du regelmäßig in diesem Lobpreis, in dieser Anbetung bist, dann wird dein Leben sich verwandeln und du wirst dich verwandeln. Du wirst für andere Menschen ein Lied sein, was von Gott, was Menschen berühren wird. Weißt du, ich bin ganz ehrlich, ich bin weder ein Musiker, noch bin ich ein guter Sänger, wirklich. Und das soll vielleicht als Ermutigung sein. Du musst kein guter Musiker und Sänger sein, um das Lied des Himmels zu haben. Sag mal Amen. Amen. Es hat etwas mit dem Geist zu tun. Ich glaube, an dem Tag, wo wir Jesus in unser Leben angenommen haben, da hat es Gott in unsere DNA geistlich reingepflanzt. Lobpreis, Anbetung hier auf der Erde und auch in alle Ewigkeit. Und ich möchte sagen, es ist ein, etwas gesagt, ein Waymaker. Es ist etwas, was die Welt und dein Leben verändert. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, Lobpreis und Anbetung hat 100% mein Leben verändert. Und ich glaube, es ist auch dazu da, um dein Leben zu verändern. Ich weiß noch, da war ich ganz frisch gläubig und wir waren in einem Gottesdienst und wir haben einfach nur Gott angebetet. Und mitten in dieser Anbetung ist plötzlich der Himmel aufgegangen im Geist. Und ich war einfach nur in der Gegenwart Gottes. Ich war wie entrückt im Himmel, im Geist und nur diese Stimme vom Vater gehört, wie er gesagt hat, Martin, mach dir keine Gedanken. Du bist für mich wie ein geliebter Sohn. Du bist erlöst. Du gehörst mir. Und es ging mitten in mein Herz hinein. Weißt du, Lobpreis, Anbetung, es ist der Schlüssel, um den Himmel zu öffnen, um Gemeinschaft zu haben mit dem Himmel. Und dann war ich frisch gläubig, war damals noch zu Hause und es war nicht immer eine einfache Zeit, weil mein Vater war total dagegen, gegen den Glauben und ich musste mir ganz oft Vorwürfe anhören. Aber ich habe so eine besondere Zeit, das war mein, war fast zu Hause, war für mich wie auf eine Art ein Gefängnis damals. Aber ich hatte das Wort Gottes, ich habe die Bibel vorne und hinten durchgelesen. Und die Bibel, die Worte Gottes waren für mich wie Lieder des Himmels. Sag mal Amen. Es steht sogar im Psalm 119. Deine Ordnungen sind für mich wie Lieder gewesen in meiner Gefangenschaft. Und ich habe ganz viel Zeit einfach nur in der Gegenwart Gottes verbracht und Gott angebetet. Und es war so eine wunderbare Zeit. Es war, obwohl es äußerlich nicht einfach war, war es vielleicht die schönste Zeit in meinem Leben. Es war meine Bibelschule, zu Hause im Gefängnis, an Anführungszeichen. Ja. Und es war so eine starke Zeit. Und ich möchte sagen, ich freue mich, dass die Taube ein Ort ist, wo ganz viel Raum ist für Lobpreis und Anbetung. Weißt du, Gott hat so viele Pläne für die Taube. Ich habe es die letzten Wochen auch immer wieder neu bewegt. Gott hat mir sogar einen Auftrag gegeben, male ein Bild, wie die Vision aussieht von der Taube in ein paar Jahren. Und ich habe viele Dinge aufgemalt, auch da Dinge mit eingebaut, Dinge, die ich gesehen habe und geträumt habe über Jahre. Aber irgendwie hat Gott, und ich werde es irgendwann auch mal, sobald die Zeit reif ist, mit einigen Teilen dieses Bild, weil ich glaube, es ist eine Vision, die Gott hat für diese Tage, dass Dinge freigesetzt werden, dass der Strom Gottes fließen kann, dass Heilung kommen kann. Aber mittendrin hat der Herr mir etwas gegeben und das ist dieser Opferaltar, wo wir Gott Lobpreis und Anbetung bringen, wo wir in Einheit vor Gott stehen. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Wenn wir diesen Opferaltar haben mit Lobpreis und Anbetung, dann wird das Feuer Gottes brennen. Ich habe vor einer Woche habe ich über den Strom Gottes gesprochen, dass er fließt vom Tempel heraus. Aber ich habe mir das angeschaut in Hesekiel. Bevor der Strom Gottes fließt, war dieser Opferaltar im Heiligtum und das Feuer hat gebrannt.
Und die Menschen waren dazu gerufen, Gott anzubeten. Und ich weiß, wenn wir uns eins machen mit dem Lied des Himmels, dann werden Dinge freigesetzt. Und der Strom Gottes und der Strom der Heilung, er wird fließen und er wird Leben bringen. Auch hier in Sinsheim, als Sinsheim gegründet wurde, war es am Anfang nicht einfach. Und dann hatte Piro damals, oder einige hatten den Eindruck, sie sollen einfach nur eine Zeit lang Lobpreisabende machen, wo sie nur Gott die Ehre geben. Ich glaube, das hieß damals Josaphat-Abende, wo einfach nur Gott gelobt und gepriesen wurde. Und dann hat Gott Durchbrüche geschenkt. Und tatsächlich, wenn man schaut im Alten Testament, Gott hat ganz oft, wenn sein Volk angebetet hat, wenn sein Volk das Herz Gottes gesucht hat, hat Gott wunderbare Durchbrüche geschenkt. Und etwas, was ich mir wünsche, was ich eine Sehnsucht habe im Geist, ich weiß nicht, ob du dich sehen kannst, als Teil von dieser wunderbaren himmlischen Anbetung, von den Ältesten, von den Engeln, von allen Geschöpfen bis hierunter auf die Erde. Alles ist dazu berufen, Gott anzubeten. Und ich möchte sagen, ich habe es oft erlebt, wo Menschen gekommen sind und haben auch uns verspottet. Ja, ihr in der Taube, ihr wollt den Himmel auf die Erde singen oder was weiß ich. Und ganz ehrlich, die Menschen haben mir so leid getan. Ich habe es sogar mal bei einem Gastsprecher erlebt, der gesagt hat, ja, diese Anbetung, das bringt doch alles nichts. Ich habe nur gesagt, er hat mir so leid getan, weil es ist das alles. Weißt du, David hatte eine Offenbarung. David hatte eine Offenbarung über Lobpreis und Anbetung. Und es hat alles verändert in seinem Königreich. Sag mal Amen. Als er diese Bundeslade zurückgeholt hat nach Jerusalem, da hat er diesen Psalm 96 geschrieben und gesungen. Und er hat gesungen, singt dem Herrn ein neues Lied im Psalm 96. Singet dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über allen Göttern, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Macht. Erzittere vor ihm ganze Erde und sagt unter den Nationen, der Herr ist König. Sag doch mal, wow. Was für eine wunderbare Anbetung. Weißt du, David hat gewusst, ich bin dazu berufen, das Lied des Himmels in meinem Herzen zu tragen. Ich bin dazu berufen, dieses Lied des Himmels auf der ganzen Erde zu verkünden, unter den Nationen. Er hat gewusst, die ganze Erde ist erfüllt von diesem Lobpreis Gottes. Obwohl er vielleicht so viel Kriege und schlimme Dinge erlebt hat, Blutvergießen, trotzdem hat er sich immer wieder eins gemacht mit dem Himmel, mit dieser himmlischen Anbetung. Und ich glaube, wenn wir uns eins machen mit dem Himmel, das kann so eine Power freisetzen. Ich möchte ein Beispiel geben, was ich diese Woche erlebt habe. Gott hat immer wieder besondere Dinge, die mich selbst überraschen. Wir hatten am Donnerstag hatten wir Hauskreis in der Taube und wir wollten gerade anfangen. Genau. Und plötzlich kam der Robin und sagt, ja, da unten ist ein Ehepaar. Und die sagen, die müssen ganz dringend entweder Piro oder Martin sprechen. Und ich dachte noch, oh nein, was machen wir denn jetzt? Jetzt will ich gerade mit Hauskreis anfangen und die wollen. Da habe ich so ein Weilchen überlegt, was wir machen. Und dann hatte ich irgendwie den Eindruck, lad sie doch einfach ein, dass sie mitkommen zum Hauskreis. Und dann habe ich Robin gesagt, ach, ruf sie doch einfach hoch, sie sollen mit uns im Hauskreis dabei sein.
wer heißt das immer so schön, no risk, no fun. Ich wusste keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Genau, und dann kam so ein jüngeres Ehepaar rein, so ziemlich aufgewühlt. Vor allem die Frau war komplett aufgewühlt und man konnte ihr kaum in die Augen schauen. Und waren auch irgendwie so eine gewisse Belastung und alles da. Und haben wir dann noch überlegt, ja, wollen wir erstmal für sie beten oder fangen wir jetzt an mit Lobpreis? Und dann hatte ich aber ganz stark diesen Impuls, lasst uns doch jetzt einfach Jesus erstmal erheben. Und wir haben so einen starken Lobpreis gehabt. Wir haben Jesus erhoben. Wir haben uns eins gemacht mit dem Lied des Himmels. Wir haben die Erlösung von Jesus erhoben. Wir haben den Namen von Jesus erhoben. Wir waren einfach eins im Lobpreis. Und mitten im Lobpreis hatte ich plötzlich so ein Bild. Und ich hatte diese Frau, ich habe gesehen, wie Jesus bei dieser Frau ist. Und sie fragt, ob sie glaubt, dass er ihr jede Sünde vergeben kann. Und ich habe dann hinterher die Frau gefragt, ob sie das glaubt, dass Jesus ihr alles vergeben kann. Und sie musste erst so ein bisschen zu sich kommen. Und dann kam der Franz Josef noch hin und hat ihr, ja, und am Ende hat sie total ihr Herz aufgemacht. Und wir konnten ihr Vergebung zusprechen, Erlösung. Unser ganzer Hauskreis hat sich plötzlich in ein Befreiungsteam verwandelt. Ina sagt immer, sie wünscht sich ein Befreiungsteam in der Taufe. Und dann habe ich gesagt, Ina, heute Abend ist dieses Befreiungsteam da. Und wir haben der Frau so und dem Mann wunderbar gedient und die wurden so berührt von der Gnade Gottes. Gott hat ihr Herz geöffnet, hat ihr Vergebung zugesprochen, Flüche wurden gebrochen. Die Frau konnte wieder lächeln am Ende, konnte wieder einem in die Augen schauen, war erfüllt von der Liebe Gottes. Und für mich war das irgendwie wie so ein Wow-Erlebnis. Wenn wir eins sind mit diesem Himmel, mit diesem Lobpreis, dann wird Gott uns hier unten auf der Erde benutzen, dass der Strom Gottes fließen kann, dass Heilung fließen kann, dass Vergebung fließen kann, dass die Gnade fließen kann, dass Befreiung kommen kann. Ich möchte sagen, ich glaube, dass eine neue Zeit kommen wird, wo wir connected sind mit dem Himmel und dann wird der Strom Gottes durch unser Leben zu den Menschen fließen. Sag mal Amen. Ich glaube, es ist ein Geheimnis. Auch bei Hesekiel, diese Vision von diesem Strom Gottes, das ist aus dem Tempel herausgeflossen. Und in dem Tempel hat das Feuer Gottes gebrannt, war Lobpreis und Anbetung. Und ich möchte sagen, das ist unsere Berufung. Wir sind dazu berufen, uns hier oben eins zu machen mit den himmlischen Herrscharen. Dann werden unsere Gebete, unsere Worte, unser Leben, es wird ein Strom Gottes sein. Es wird ein Strom sein, aus dem Erweckung hervorgeht. Und es ist etwas Starkes. Wenn wir da oben connected sind, werden hier unten die Ströme des Lebens fließen. Und ich möchte sagen, das ist eine Berufung, die jeder hat. Egal, ob du jetzt heute Abend in Sinsheim bist oder ob du zu Hause bist im Wohnzimmer, oder ob du diese Botschaft später anhörst, ich möchte dich ermutigen, fang an und mach dich eins mit dem Lied des Himmels. Mach dich eins mit dieser Anbetung. Da ist so eine Power. Ich glaube, eine neue Zeit kommt, wo wir uns eins machen, auch mit den himmlischen Herrscharen. Und es geschieht in Anbetung. Es geschieht, indem wir den Namen Jesus erheben. Gott hat mich schon an so viele Orte gesandt, auch im Gebet. Und ich habe gemerkt, an jedem Ort, wo wir hingehen und wir erheben den Namen Jesus, auf einmal ist diese Einheit mit dem Himmel da, mit den Engeln da. Und Raum und Zeit verändern sich. Wir sind dazu berufen, auch diesen Psalm 96, den David geschrieben hat, zu praktizieren. Verkünden unter den Nationen, dass der Herr König ist. Seine Herrlichkeit ausrufen über Orte, über Länder. Gott ist mit uns. Und wenn wir uns eins machen mit dem Himmel,
dann können große Dinge geschehen. Genau, wir haben es, glaube ich, vorhin sogar gesungen. Wenn wir dich loben, wenn wir dich preisen, wirst du dich uns offenbaren. Großes wird geschehen. Ich glaube, es ist ein Lied für diese Zeit. Gott möchte es freisetzen durch unsere Herzen. Und ich möchte es nochmal sagen, diese himmlische Anbetung ist so stark mit Myriaden von Engeln. Im Prinzip die ganze Schöpfung und du bist dazu berufen, den Herrn anzubeten. Und es ist etwas, was Raum und Zeit verändert. Es ist etwas, was dein Leben verändert. Es ist etwas, was dich freisetzt, ein Strom des Lebens zu sein und Erweckung in dieser Welt zu bringen. Es fängt an tief in deinem Herzen mit dieser Anbetung, mit dieser Einheit mit dem Himmel. Ich möchte sagen, das hat mein Leben verändert. Auch wenn ich kein Musiker bin und auch kein besonderer Sänger, aber in meinem Herzen weiß ich, da ist dieses Lied des Himmels. Da ist dieses Lied, was von Gnade singt, was von der Liebe Gottes singt, was von der Rettung singt, was die Königsherrschaft von Jesus erhebt. Und an jeden Ort, an den ich gehe, glaube ich, dass Gott mein Herz benutzen möchte, um dass sein Königreich, seine Gnade, seine Liebe, sein Leben hinzubringen. Und ich glaube, es ist eine Berufung, die jeder hat. Sag mal Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir gerade jetzt die Ehre geben. Du bist unser König. Du hast jede Macht von Tod, jede Macht von Sünde, jede Macht von Krankheit überwunden am Kreuz. Und du hast dein Leben hingegeben. Du bist unser König in Ewigkeit. Du bist das Lamm, das geopfert wurde. Und du hast uns erlöst durch dein Blut. Unser Leben, das gehört dir. Auch unser Herz. Und Herr, ich danke dir, dass der ganze Himmel von dieser Wahrheit erfüllt ist. Dass du dich hingegeben hast, dass dir die Macht und die Ehre gebührt. Danke, dass du uns gerufen hast, jetzt für diese Zeit einzustimmen in das Lied des Himmels. Herr, ich möchte beten, dass jeder, der diese Botschaft hört, hier im Raum, auch zu Hause, dass du diese Quelle der Anbetung erweckst, wo wir eins werden mit dem Himmel. Ich danke dir, dass dieser himmlische Lobpreis, dieses Lied des Himmels, dass es die ganze Erde erfüllt, dass wir Teil davon sein dürfen, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass du uns selbst verwandeln möchtest in das Lied des Himmels, was hier auf dieser Erde Menschen verändern wird. Halleluja. Und heute, wenn du diese Sehnsucht hast, eins zu werden mit diesem Lied des Himmels, dann leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Heiliger Geist, und ich bete, dass du kommst mit diesem lebendigen Wasser. Jesus, du hast zu der Samariterin gesagt, die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich bete, dass dieses lebendige Wasser deines Geistes, dass es gerade jetzt unseren Brunnen freisetzt, unsere Herzen freisetzt. Jeder von uns, jeder, der
erlöst ist durch dein Blut, Jesus, ist dazu berufen, ein Anbeter zu sein. Jeder ist dazu berufen, eins zu sein mit dem Himmel, mit diesem Lied des Himmels. Und Herr, ich möchte beten, dass du heute Abend, dass wir heute Abend noch eine Zeit haben dürfen, wo wir uns eins machen mit dir, mit diesen Myriaden von Engeln, mit diesem himmlischen Lobpreis, mit diesem Strom, der vom Thron Gottes fließt und diese Erde berührt. Herr, wir sind dazu berufen, alle Zeit in dieser Anbetung, in diesem Lobpreis zu sein. Und ich danke dir, dass durch unser Leben dieser Strom fließen wird zu den Menschen, dass durch unsere Anbetung Leben fließen wird, Heilung fließen wird, das Evangelium. Danke, dass du diesen Strom des Lebens freisetzt, hier an diesem Ort, in Heidelberg, in unserem Land. Herr, wir brauchen so sehr diese himmlische Anbetung, dass das Lied des Himmels durch unser Leben fließt. Danke, Jesus. Danke, dass du uns gerufen hast, um dich in Ewigkeit anzubeten. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, dürfen wir hier deine Zeugen sein. Wir dürfen Überwinder sein. Herr Jesus, erwecke in uns diese himmlische Anbetung, weil Anbeter werden Menschen sein, die überwinden. Anbeter werden Menschen sein, die Bestand haben in Ewigkeit. Und so bete ich, dass du diese Anbetung in uns erwächst, gerade jetzt für diese Zeit, diese himmlische Anbetung. Halleluja. Lasst uns vielleicht jetzt nochmal aufstehen vor unserem Gott und eins werden mit diesem Lied des Himmels, mit dieser himmlischen Anbetung. Oh, lass uns anbeten.
Ina, ich hätte einen Vorschlag, lass uns doch das Lied des Himmels singen. Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr. Es ist ein wunderbares Lied. Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, gerecht und wahr. All deine Wege, o König der Völker,
Alle Ehre.
Lass mich ein Wunder.
Gesegnet.